Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Als allererstes kümmern wir uns mal ganz fix hier rum. Ja, wisst ihr, was ich meine? Und dann hätte ich gerne den da nämlich noch. Dann ist das da ein bisschen schneller, dann sollte der auch mal anfangen zu arbeiten. Sehr schön. Gut. Gut, gut, gut. Denn, ja, müssen wir die Forschung anwerfen. Selbstverfreilicht. Guckt mal, hier ist immer noch Laserturm-Feuerrate. Auch noch nichts. Da hätten wir jetzt schon die blauen Bänder. Spielerlogistik-Inventar 3. Ach, machen wir das. Hier, mach mal. Wie sieht es denn so bei unseren Forschungspaketen aus? Das sollte eigentlich alles ganz gut aussehen. Richtig. Genau. Was wir hier... warte. So rum wird da ein Schuh draus. Was wir noch machen können, wir können hier mal noch eine Fabrik nehmen. Und hier werden wir denn die Lilanen produzieren. Sind wir hier innerhalb des Netzwerkes? Ja, sehr schön. Das heißt, hier. Und eine Anforderungskiste. Und wir sagen hier, du kriegst hier Alien-Artefakte. Von mir aus 10 Stück. So. Genau, die brauchen praktisch nur diese Alien-Artefakte, die ja praktisch der Drop sind von den lieben Alien-Freunden und stellt daraus denn, ja, die entsprechenden lilanen Pakete her. So, hier ist soweit auch alles durch. Wie sieht es denn mit unseren Basen soweit aus? Da oben werden wir bestimmt bald Probleme bekommen. Da ist auch langsam echt so ein bisschen Mabule, ne? Na gut. Heißt das, wir machen mal so ein bisschen Verteidigungssachen, dass wir uns hier mal so ein bisschen abschirmen zumindest? Ist vielleicht gar nicht so unclever. Wir haben ja hier irgendwo unseren Laserturm. Geschützding und so. Das ist natürlich auch fantastisch geil hier. Hier kann man natürlich nicht so bauen, wie wir das natürlich gerne gehabt hätten. Nee, dann setze ich dort nochmal noch einen hin. Das da unten müssen wir aber dann noch abschließen hier. Anschließen, meine ich. Der hat hier nämlich ansonsten nichts Strom. Und dann demnach die anderen auch nicht. Da hat er immer noch keinen Strom. Warum denn? Achso, jetzt hat er Strom. Achso, ganz einfach, weil er noch nicht genug da war. Gut. Dann würde ich fast sagen, setzen wir eigentlich würde ich ganz... Oh, habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Bäume echt hasse, wie die Pest. So, baut mal den Trödel da ab hier. Kommt. Kommt, meine Schiefchen. Ich würde auch fast sagen, dass wir hier die Forschung vielleicht auch mal ein bisschen beschleunigen können, oder? Indem wir vielleicht uns noch ein paar Forschungslabore bauen, wenn ich wüsste, wo sie sind. Ach da. 1, 2, 3, 4 vielleicht. Dann haben wir 10. Ups, wo sind sie denn hin? Und ja, ihr hier rein. Und so und so und so und so.
Ist das so richtig? Hm, natürlich nicht. Sag mal, was baue ich denn eigentlich für einen Mist, Emma? So. Das ergibt jetzt aber so Sinn. Okay, dann haben wir jetzt 3. Mehr davon. Gut. So, ihr seht ja, ich mache das immer in dem, also praktisch in den Abstand von den Kabeln, damit ich da nicht extra nochmal Kabel legen muss. So. Haben wir zumindest schon mal ein bisschen was? Ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht, die komplette Anlage damit einzuschließen. Aber das sollte auch eigentlich, ich sag mal, so im Groben und Ganzen reichen. So, wie sieht es denn hier hinten aus? Also es kommen wirklich unwahrscheinlich wenig grüne Schaltkreise durch. Wahrscheinlich, weil der hier vorne die schon fast alle mal raussammelt. Was hast du denn hier für ein Limit? Ja, 600. Und bist du auch fast nah dran, ne? Ich würde sagen, huch, ich würde sagen, wir sind mit der Forschung fertig und ja, forschen jetzt noch mal was anderes. Und zwar Militär 4. Ich wäre ja fast versucht, irgendwo nochmal eine Produktion für Schaltkreise reinzusetzen. Ich weiß nur noch gerade noch nicht so ganz wie. Und wo. Aber wie ihr seht, so grüne Schaltkreise ist gerade echt mau, ne? Und die roten kommen irgendwie einspurig an. Warum kommen die roten eigentlich einspurig an? Weil die hier nicht arbeiten? Und die arbeiten nicht weswegen? Hä? Wieso arbeitet denn ihr denn nicht? Ach so, weil keine Schaltkreise da sind, verständlicherweise. Die haben denn offensichtlich auch noch nie gearbeitet, weil da sind keine Schaltkreise. Doof, oder? Mann, nee, wir müssen das hier irgendwie umbauen. Das gefällt mir so nicht. Das gefällt mir so, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Deswegen. Deswegen reißen wir das ab. Beschließe ich gerade. Machen wir auch einfach mal. So. Müssen wir halt nur ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht noch irgendwas anderes Wichtiges irgendwie abschneiden. Und das machen wir auch gleich mal. Du kannst da von mir aus bleiben. Dich will ich dort weg haben und dich will ich dort weg haben und dich will ich dort eigentlich auch weg haben und dich. Und den Trödel hier unten. Mal gucken, was wir jetzt alles lahmlegen. Ja, dich eigentlich auch. Dann durchdenken wir das hier nochmal komplett. Das macht irgendwie so wie keinen Sinn. Das ist irgendwie nicht so wirklich intelligent gelöst worden von mir. So, wenn wir sagen, wir machen es beidseitig, dann brauchen wir auf beiden Seiten ja eigentlich. Also Kunststoff, Schaltkreise und Kupferkabel. Kupferkabel könnten wir ja so, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, außen und lang leiten und die anderen zwei Sachen innen. Und dann einfach nach außen ausgeben. Macht das Sinn?
Klingt eigentlich nicht so blöd. Wow, die sind ja gerade nicht alle so beschäftigt. Sieht denn das hier aus mit dem Lagerplatz? Habt ihr denn da noch genug? Ich baue euch hier mal noch ein paar Kisten hin. Das würde auch bedeuten, dass... Also... Das hier... Das bauen wir mal ab. Ich überlege gerade, oder braucht das hier... Das hier brauchen ja auch Schaltkreise. Und Eisen. Und Schaltkreise. Nee, dann war das da oben vielleicht gar nicht so schlecht, sehe ich gerade. Dann hatte das durchaus seine Daseinsberechtigung. So. So. Ah. Ach ja, Mensch. Wer bauen kann, na? Für den ist das auch alles einfacher. So. Dich können wir eigentlich auch noch mitnehmen. Was bist du jetzt hier? Du bist noch so ein Endstück. Überbleibsel. Lampe. Irgendwas. Und... Hier unten brauche ich aber die Schaltkreise. Das heißt, das hier können wir ruhig mal nach hier unten fahren. So. Also, was hatte ich gerade gesagt? Wir würden theoretisch Schaltkreise und Kunststoffe hier haben. Ich baue das einfach mal so halb provisorisch auf. Dann hätten wir hier... Von mir ist die Kupfer-Dingster-Fabrik und hier die so, richtig? Und hier einmal Kupferkabel runter und hier denn die Schaltkreise. Ich mach's jetzt einfach mal so. Reicht es denn vom Platz her? Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will, oder? So. Achso, dann bräuchte ich für die Kupferkabel aber natürlich auch noch Kupfer. So, das wären die roten hier, okay. Dafür bräuchte ich dann auch noch Kupfer, aber das sollte ja... Daran soll es ja nun eigentlich nicht scheitern, weil Kupfer könnten wir einfach hier so runterlegen. Und so. Und die Forschung mal gerade zu Ende, ne? Habe ich das gerade so richtig gesehen aus dem Augenmerk? Reicht nicht so. Oh, ich kriege Macke. Ich kriege Macke. Gut, dann bauen wir das hier doch nochmal um. Ja, ich würde sagen, wie ihr es weiter seht, erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn ich hier kurz vor dem Kollaps bin. Oh, mein Inventar ist voll. Ja, obwohl, ist noch gar nicht so. So richtig Zeit ist noch nicht. Ich, mein blödes Inventar ist einfach so rappelvoll. So. Ich würde sagen, das ist ja auch noch weg.
So, das ist das Längste, was wir machen können, ja? Sehe ich das richtig? So. Dann haben wir hier mal so ein bisschen Puffer. Und jetzt würde ich sagen. Du kannst da weg. Und dann halt den dort. Und so. Ne? So wird da ja ein Schüchchen draus. So, und den hauen wir dann mal weg. Ja, ich weiß, dass ich damals hier gleich alles lahmlege. Machen wir so und so. So, und jetzt könnten wir praktisch Kupferkabel. Das müsste ich jetzt so machen. Aber soll ja egal sein. So, hier möchten wir die haben. Und hier müssten wir dann praktisch. So ein Quark. Was mache ich denn hier? Kupferkabel muss hier hinten raus. Hatte ich gesagt, ne? So würde Kupferkabel rausgehen. Und dann haben wir hier eine Reihe zu wenig Platz. Navi, fantastisch geil. Gut, ich mache eine Pause und ich baue das gerade mal offscreen so weit vor, dass wir ja, dass wir auf dem gleichen Stand sind wie jetzt. Ich muss es nochmal abreißen. Okay, tschüss.